Thomas Heinze begibt sich mit seiner Familie auf eine Reise in die quietschbunte Vergangenheit. Ach du grüne Neune. Grün, gelb, braun. 1976 ist alles drin. Für Thomas' Kinder sind die 70er eine neue alte Welt. So haben sie ihre Eltern noch nie gesehen. Zwei Tage lang gibt es Sport und Unterhaltung wie damals, inklusive einiger Überraschungen und Rollenwechsel. Yes, we can. Berlin verändert sich täglich. Doch an einigen Ecken der Stadt scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Zum Beispiel in diesem Bungalow. Er erinnert nicht nur von außen an die wilden 70er, auch im Haus wurde die Zeit 43 Jahre zurückgedreht. Thomas verbrachte als Kind eines GIs seine ersten 9 Lebensjahre in den Vereinigten Staaten. 1976 war er relativ frisch zurück in seiner Geburtsstadt Berlin. Jetzt kehrt er in diese Zeit zurück, allerdings nicht als 12-Jähriger, sondern als Papa. 1976 beschleunigte sich die Geschichte. Die Concorde verband Europa und die USA in Überschallgeschwindigkeit. Niki Lauda überlebte schwer verletzt einen Rennunfall auf dem Nürburgring und startete 42 Tage später sein nächstes Formel-1-Rennen. Helmut Schmidt wurde als Kanzler wiedergewählt, mit den Stimmen von SPD und FDP. Die deutsche Silvia Sommerlath heiratete den schwedischen König Carl Gustav. Und noch eine Königin begeisterte die Welt. Die von ABBA besungene Dancing Queen war die Schaumkrone auf der Discowelle. Musik. 2019 ist Thomas Heinze einer der gefragtesten deutschen Schauspieler. Seine Partnerin Jackie Brown ist eine beliebte Radiomoderatorin. Ins Filmbusiness ist Thomas mehr oder weniger reingeschlittert. Als Regisseur Dieter Wedel 1988 einen Eishockeyspieler suchte, behauptete er einfach, er könne Schlittschuh laufen. Ich wünsche mir einfach ein bisschen Liebe, Herr Pfarrer. Das kann nicht falsch sein. Nein, 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 das ist es nicht. Seit über 30 Jahren spielt der kernige Frauenschwarm eine Rolle nach der anderen. Sein Markenzeichen? Coole, unaufdringliche Männlichkeit. Thomas' Familiengründung verlief turbulent wie seine alten Beziehungskomödien. Es gibt ja heute dieses Modell der Patchwork-Familie. Gab es in den 70ern mit Sicherheit auch, nur dass man es eben anders genannt hat. Unser Vater ist Thomas Heinze. Und unsere Mutter ist Nina Koniger. Und meine Mutter ist Jackie Brown. So, ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder aus meiner Kindheit. Und wer, irgendjemand macht sich lustig darüber. Was dann? So, dann gibt's Ärger hier. Das bist nicht du. Das ist voll so Surferboy. Und das hier ist das eigentlich mein absolutes Lieblingsbild. Das ist Dirk, oder? Das ist Dirk, ja. Das war kurz vor unserer Konfirmation. Hattet ihr die zusammen, weil ihr so dicht beieinander wart? Ja. Das Auto sieht eigentlich so. Also wenn wir uns jetzt auf die Zeitreise ins Jahr 76 begeben, stelle ich mir vor, dass das wahrscheinlich erstmal für die Kinder ganz spannend wird, weil ich habe es ja erlebt. Ich habe es allerdings natürlich aus der Perspektive eines Kindes erlebt. Für mich wird natürlich spannend sein, das aus der Perspektive eines Erwachsenen jetzt zu sehen. Aber für die Kinder ist natürlich eine sehr viel größere Veränderung. Also da hat sich doch wahnsinnig viel getan in den letzten, ich will gar nicht aufzählen, wie viele Jahre es sind. Aus Sicht der Jugendlichen die wohl wichtigste Änderung? 1976 gab es weder Handys noch Internet. Auf die drei Geschwister warten 2 Tage digitales Detox. Ich glaube, es wird ganz, ganz langweilig für uns, weil wir natürlich dran gewöhnt sind, immer am Computer oder am Handy oder am Fernseher zu hocken. Smartphones kommen nicht in die Tüte, sondern in diesen original 70er Jahre Ranzen. So, Leute, bittere Stunde der Wahrheit. Jetzt werden die Handys eingesackt. Dein Ernst? Ja, und zwar für 2 Tage. So, und rein. Zack, Smartwatches. Anna, ich muss jetzt mein Handy abgeben. Ich hab dich lieb und pass auf dich auf. Und genau. Die Uhren. Oh ja. Yeah. Arrivederci. There you go. So. Das wird spaßig werden, ne? Das zu erleben. Ja, und nicht ständig mit den Freunden im Kontakt sein zu können
Und eben auch so dieses Abhängigsein von irgendwelchen News. Ständig wirst du von außen entertained und jetzt entertainst du dich mal selber, bitte. Ein Audi 100. Thomas' Vater fuhr damals genauso ein Modell. Nun geht es mit einem Audi von damals für ein Wochenende zurück ins Jahr 1976. 20 Millionen Pkw schoben sich über die immer enger werdenden Autobahnen der Bundesrepublik. Da wollen wir mal sehen, was uns erwartet hier. Ich bin ja auch schon gespannt, ne? Und vor allen Dingen aufs Haus, oder? Ja. Aber die Gegend ist doch ganz schön hier, so, ne? Wow! Oh, der sieht so sick aus. Der sieht Loki Fire aus. Der ist cool, oder? Das ist ein Auto. Wer hatte so ein Auto? Dad hatte so ein Auto. Das stimmt. Ne? Das sieht aber richtig unsicher aus. Aber das würde super. So, weil mein Vater, das bricht einfach so auseinander. Mal gucken, ob da ein Schlüssel drin steckt. Oh, die Sitze sind so richtig so. Ich setze mich hier so selbstverständlich an Steuer. Du kannst natürlich auch fahren. Ja, möchte ich auch gerne mal. Schreib mal das Radio an. Warte mal. Gitarre ausgepackt. Mit The Boys Are Back in Town hatten die Iren von Thin Lizzy 1976 ihren bis dato größten Hit. Radio-DJ Jackie ist so langsam in ihrem Element. Okay, next song. Warte, der Song ist doch nicht aus 1976. Doch, 1976, Album Hotel California. Die Eagles. Fast 20 Jahre nach Veröffentlichung erklärte Sänger Don Henley, dass es im mysteriösen Songtext um den Verlust der Unschuld im Musikbusiness geht. Die Sex Pistols brachten 76 mit Anarchy in the UK den Punk groß raus. Peace, Love and Happiness hatten vorerst ausgedient. Doppelt. Ah, jetzt. Aufgezeichnet. Movie Star. Das war dein Song. Jeden Abend. Also, das ist nicht so schlimm. Ich fand den davor auf jeden Fall schlimmer. Der Nein. War so scheiße. Ich kann Movie Star noch ein bisschen länger hören. Singe ich immer vor dem Badezimmerspiel. Oh ja. Movie Star. I'm a movie star. Movie star. You think you are a movie? I am. Yes, yes, indeed. So, wir machen jetzt mal Fahrerwechsel, oder? Durften Frauen in den 70ern überhaupt fahren? Ja, ich habe ja dich neben mir, aber ich habe so Lust. Bitte. Also, Fahrerwechsel, aber. Ja. Wir fahren jetzt vielleicht mal direkt zu unserem Haus, oder? Aha. Ich habe die Adresse. Ja. Und ihr lotst uns dann natürlich auch hin, ne? Nein. Das klappt man auch. Man hat doch ein Inhaltsverzeichnis, Digga. Ja, aber es ist ein ganz ausgefuchstes Fallsystem hier. Okay. Y, Z. Hier ist es. Wohnstadtstraße. Und wie sollen wir jetzt? Ja, wo sind wir? Straße, wir sind. Wir müssen ja wissen, in welcher. Wenn wir verraten könnten, wie diese Straße heißt, weiß ich nicht. Tutzinger, wie in Tutzing. Ja, Dankeschön. Wir sind in der Tutzinger Straße. Gibt's nicht, gibt's die nicht. Voll Türen. Was hier oben steht. Was steht da oben? Berlin Ost. Wo sind wir? Im Osten. Ach nein, wir sind im Westen. Gott. Ah. Klar. Was sagt uns das? Es gab ja eine Mauer 76. Nee, komm, du musst hier rein. Du sitzt in der Mitte. Papa kann ja mal nach hinten kommen. Nein, Papa und seine langen Beine, das ist klar. Eine Kurve machen und dann weiter geradeaus. Lucille, okay. schöne Grüße vom Getriebe. Also, bist du dem weißen Haus davor, Lucille? Wir müssen auf die Aschaffenburger. Okay. Ich glaube, wir müssen doch nach rechts. Pechstallstraße ist die hier. Oh, Lucille, ey, das Nein, Lucille, Jan meinte auch nach rechts. Ja, ich kann es nicht mal sehen, du hältst doch nach rechts auf die Beckmann. Lenin hat sich auch die ganze Zeit geirrt. Ich habe doch nicht mal gelesen. Ich habe nur Privilegien verloren. Leute, Kreuzung auf 12 Uhr. Ja, wir fahren geradeaus. Wir sind, glaube ich, schon in der Buchstelle. Nee, wir sind in der Mädchenstraße.
Links oder rechts? Wo, Leute, ich hab mich jetzt. Einfach rechts auf Aschaffenburger. Ich würde sagen links auf Aschaffenburger. Ich würde sagen rechts. Ja, wir können nur, links nein, ist die Skabina. Wir müssen nach rechts auf die Aschaffenburger erst. Wir sind da, links. Applaus. Die Heinzes sind am Ziel ihrer Zeitreise angelangt. Da steht er, der zeittypische Bungalow. Eine Hollywood-Schaukel erinnerte 1976 an Los Angeles. Heute denkt man dabei eher an Schrebergärten. Schicker Bungalow. Schauen wir uns das mal an. Ne? Ganz praktisch, der Schlüssel steckt. In den 70ern mochten es die Deutschen farbenfroh. Das Wohnzimmer leuchtet sommerlich, während im Bad Schlamm- und Olivtöne vorherrschen. Die Küche und das Kinderzimmer haben sich gut gehalten. Früher baute man eben noch Möbel für die Ewigkeit. Ach, du grüne Neune. Uiuiui, schickes Teil, ne? Ich dachte, oh Gott, das Grauen wird wahr, ne? Ich habe in dieser Zeit gelebt und ich habe natürlich auch Freunde besucht und so. Und teilweise sah das bei denen aus. Ich habe es aber weitestgehend verdrängt. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das war nie mein Geschmack. Und ich bin auch ganz froh, dass wir das in der Vergangenheit gelassen haben. Das war so. Waren die Farben der 70er. Ach, guck mal hier. Ein Telefon mit Wahlscheibe. Wisst ihr denn, wie so ein Telefon funktioniert hier? Du wählst jetzt einfach 79. Warum wählst du denn die Null, wenn du... Ach so, okay. Wir kannten alle noch so ein Scheibentelefon nicht. Und ich würde sagen, anfangs waren wir ganz schön fasziniert, weil es macht auch Spaß, einfach diese Scheibe zu drehen und alles. Eins, eins. Okay. Und? Ist jemand dran? Nein. Könnte sein, dass das Telefon tot ist? Ja. So. Wieder abgeschlossen, jetzt kann man nicht mehr telefonieren. Warum ist da ein Schloss dran? Der Schloss ist, damit du nicht eine Null wählen kannst. Denn die Ferngespräche fingen mit Null an und die Ferngespräche waren die richtig, richtig teuren Gespräche. Und da ich immer mit meiner damaligen Freundin telefoniert habe und das ein Ferngespräch war, hat Granny auch so ein Schloss gekauft, damit ich die nicht mehr anrufen kann und die Rechnung nicht so hoch ist. So, komm, wir gehen mal in die Küche. Was? Das ist so ein komisches, wie in so einem Kindergarten. Alles hat Farbe, alles ist bunt. Papa Thomas ist farbenblind. Bei einer Zeitreise kann das von Vorteil sein. Aber ganz ehrlich, Leute, ihr habt keine Ahnung vom Gemüse. Hier könnt ihr das alles mal auswendig lernen. Guck, Spargel, das Kohl, kann, Zwiebel. Das könnt ihr doch nicht echt benutzen. Wie funktioniert das? Boah, vorsichtig sein, ne? Hier. Oh! Hey, nein! Jetzt einfach durchschieben, aber den Finger bitte. Ja, ja, ich bin vorsichtig. Ja, ja, okay. Hat er da Brot? Ja. That's goddamn right, I got this bread. Let's get this bread. Und ganz frisch. Papa? Rossi, hier ist mein Schrankmann. Hast immer deine Waage getan. Hattet ihr das alles auch? Wie ein bisschen wie ein LSD-Trip. Ich will sehen, ob das wirklich. Oh! Was ist, wenn man was zu Schweres drauf macht? Knallt es dann runter? Probier es doch aus, dann fällt es runter. Nein, du, lieber nicht ausprobieren. Ja, weiter geht's. Ich könnte mir vorstellen, hier ein paar Tage zu wohnen, aber eine Woche fände ich schon schwieriger. Ich finde, nach einer Zeit, glaube ich, würde ich ein bisschen verrückt werden von all dem Orange und Gelb hier. Ich mag die Stühle. Die Stühle sind auch ganz cool. Die würde ich sogar heute noch aufstellen. Und jetzt? Dunkle Kacheln waren seinerzeit hochaktuell. Ach, das Badezimmer. Ey, also da kann ich nur sagen, Gott sei Dank hat sich da wirklich im Badezimmer wahnsinnig viel verändert bis in die heutige Zeit. Das Braun ist so hässlich, während sich diese Farbe aussieht. Ja, aber das mochten die so in den 70er. Die Farbe hält länger als der Geschmack. Die hat man dann halt irgendwo in einem Sanitärladen bestellt. Und wir stehen jetzt heute da und sagen, oh Gott, was für ein Albtraum. Aber Leute, na, Tusch, die Klorolle und das Umhäkelding. Was? Die hatten Menschen sogar im Auto hinten auf der Ablage. So, kannst du auch so als mitzutragen. Ja, was Runter geht's in den Partykeller. Oder was lauert sonst im Souterrain?
Geht doch. Doch. Dürfen wir denn? Ach, schön. Mal abgesehen davon, dass es ein Keller ist. Das wäre dann die Kaspar-Hauser-Suite hier, oder? Oh, bravo. Kein Partykeller, ein Kinderzimmer. Ist das tatsächlich Slime? Oh, ich liebe Slime. Slime, das klassische Schockspielzeug für Kinder und einfache Gemüter, war voll im Trend. Gib mir mal ein kleines Stück ab. Ja. Es ist richtig ekelhaft, aber irgendwie cool. Wir haben immer so... Nicht so schlecht. Grüner Glibber. Ja, aber dann so aus der Nase raus. Oh. Ja, damit habe ich als Kind gespielt hier, ne? Cowboy und Indianer habe ich so eine kleine Westernstadt aufgebaut. Und die habe ich tatsächlich alle gelesen. Karl May. Ja, es gab einfach, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre, da habe ich mich dann sehr zurückgezogen. Ich glaube, das war wirklich, als ich so 11, 12 war. Und diese ganzen Dinger verschlungen. Also da war ich, ich kam von der Schule nach Hause und habe mich ins Zimmer gelegt und habe gelesen, gelesen, gelesen. Weiß auch nicht, warum das so war, aber es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht und hat mir auch hoffentlich nicht geschadet. Es gab so Scheichbücher von Karl May und es gab eben Winnetou hier. Die Reaktion von Thomas auf die Karl May-Bücher und dass das auch sofort für ihn so ein Flashback war und in Verbindung dazu diese Westernstadt, da warst du ja auch sofort dran und ich kann mir gut vorstellen, wie ihr da Zeit verbracht habt und euch da eure eigenen Geschichten dazu ausgedacht habt. Absolut, aber ich, als ich das gesehen habe, dachte ich auch, also das ist komischerweise etwas, was sich so gar nicht mehr in die heutige Zeit gerettet hat. Also dieses Cowboy und Indianer, diese Western-Welt, findet überhaupt nicht statt bei den Kindern. Auch als sie kleiner waren, ich habe mal versucht, ihnen Bonanza zu zeigen, irgendwie so kam überhaupt nicht gut an. Unterhaltungselektronik war früher raumgreifender. Und hier, das ist ein richtig abgefahrener Musikturm, ne? Was kann das? Das ist auch Radio hier oben. Hier hat es ja immer den Sender eingestellt. Und dann kam endlich die Sprache. Dass man seine Musik aus dem Radio aufgenommen hat. Manchmal wirklich einfach mit dem Mikrofon davor gestellt. Und dann wurde man wahnsinnig, wenn da gerade irgendeiner reinkam oder irgendeiner dazwischen gestanden. Ich nehme gerade auf, so ein Mist. Und so. Das ist aber eigentlich ein ganz cooles Kinderzimmer, oder? Ich habe mir schon mal vorgestellt, es ist zwar sehr farbenfroh, aber auch gar nicht so unruhig, wie ich dachte, und so geschmacklos, wie ich dachte. Wobei ich sagen muss, als wir ins Schlafzimmer gekommen sind, da dachte ich, oh, das ist ja der unsexyste Ort der Welt. Die Schlafzimmertapete ginge heute als Verhütungsmittel durch. Schöne Albträume. Den Körper hielt man mit dem Ergometer fit, die Seele mit der Bibel. Oh Gott, was in dem Schlafzimmer für Träume kommen mögen. Also, an was anderes konnte ich in diesem Schlafzimmer überhaupt nicht denken. So, mal schauen, ob ich aufgeräumt habe hier. Yay. Wunderbar, Thomas. Was ziehen wir denn nachher an? Ach Mensch, guck mal. Das finde ich aber... Okay. Das geht doch. Finde ich super. Zur Zeitreise gehört in jeder Folge von Grüße aus ein großes Umstyling. Alle Familienmitglieder werden nach dem Geschmack der Zeit ausstaffiert und frisiert. Als Schauspieler ist Thomas so etwas gewohnt. Aber dem Macho-Effekt von Oberlippenbart, Cowboy-Stiefeln und Autozeitschrift kann auch er sich nicht entziehen. So sahen in den 70s richtige Männer aus. So saßen sie am Tisch. Und so gingen Teenies damals tatsächlich auf Partys. Nein. Deine Koteletten. Als ich Len und Lucy gesehen habe, das war ehrlich gesagt sehr rührend. Ich fand faszinierend, dass die Klamotten damals mehr ein Statement sind. Bei Len dieses ganz ordentliche, sortierte und Lucy so bezaubernd wie so ein französisches Mädchen. Du siehst richtig arrogant aus, so ein cooler so Biker. Ich sehe. Du siehst ganz super aus.
I love it. Und als Herm dann reinkam, absoluter Brüller. Natürlich irgendwie so mit dieser schicken ZDF-Hitparaden-Frisur, die er da verpasst bekommen hat. Aber als ich seine Haare gesehen habe, das war einfach eine riesen Überraschung, weil es sieht echt lustig aus und ich hätte nie erwartet, dass er sich die echt schneiden lässt. So, jetzt fehlt nur noch Jackie. Ja, wo ist Jackie? Komm, jetzt gucken wir uns mal. Jackie, du siehst so anders aus. Overalls ging mal über alles. Locken. Ja, aber du siehst so aus wie immer. Manfred Mann. Ich war wirklich absolut geflasht, als die vier da vor mir standen. Ich wusste auch gar nicht, da ich ja die Letzte war, wo ich zuerst hingucken sollte. Das war für mich so eine Reizüberflutung. Jeder komplett neuer Typ. Thomas, also ich fand auch, ne, der sieht aus wie ein Bankräuber. Der holt als Nächstes die Waffe aus dem Schrank nach dem Abendessen. Komm, lass mal zum Nachtisch noch ein bisschen Geld abheben. Ist das eine Perücke, Mama? Ja, also ist das eine Perücke? Nein, er hat das seine ist Haare so schneiden. Sam war es egal, Haare ab. Dass das erstmal nicht so schnell wieder zu verändern ist. Der hatte einfach Bock drauf. Völlig wurscht. Ne? Und Lennon und Lucille hatten auch einfach mehr Lust drauf auf diese ganze Veränderung, als sie von vornherein zugeben wollten. Willkommen 1976, Freunde. Der Toast Hawaii wurde 1955 erfunden, in Deutschland übrigens. Während der 70er Jahre war er ein populärer exotischer Snack. Überlebt hat die Aromenkombination als Pizza Hawaii. Ananas ist drauf. Ja. Zack, her mit dem Ding. Oh, warte. Topflappen, Thomas, Topflappen. Ach, Junge. Hier. Ja, jetzt hab ich die. Komm hier, Kirschen. Kirschen. Mhm. Ich glaube, in den 70ern war die Rollenverteilung schon relativ eindeutig. Die Frau stand in der Küche und der Mann war am Kühlschrank und hat Bier aufgemacht. Der einzige Salat, mit dem sich Männer beschäftigten, war der Bandsalat. Ich sag, das ist super Qualität. Warum ist die kaputt? Stopp, gib mal her. Ich glaube, ich weiß, wie man es repariert. Okay. Es klappt nicht. Es hilft nicht wirklich. Komm, such noch was. Nein, das passt nicht. Aber man kann es hier so. Ah doch, guck mal. Geht doch. Nicht schlecht. So super. Wie neu. Probier mal, ob es jetzt funktioniert oder ob es immer noch kaputt ist. Okay, los geht's. Ist es richtig rum? Finden wir es raus. Genau. Stopp, ich will. Sehr gut gemacht. Keine ZDF-Zeitreise ohne Überraschungsbesuch. Mit Nina Kronjäger war Thomas 9 Jahre lang liiert. Und die beiden stehen regelmäßig zusammen vor der Kamera. Die gemeinsamen Zwillinge Lennon und Lucille und ihr Halbbruder Sam sind fast gleich alt. Nina gab mal in einem Interview zu Protokoll, dass sich ihre Liebe in eine Freundschaft gerettet hat. Dass sie heute vorbeikommt, war mit den anderen nicht abgesprochen. Eieiei, hast du das geübt? Nein. Wow, ein Deeply Impressed. Aber ich mach's so, weil ich möchte mir nicht wirklich in die Hände. Ah, da war's ja. Hello. Ja. Erstens, was machst du hier? Zweitens, was hast du an? Du bist auch durch den Schalltunnel gefallen. Ich kenne Nina jetzt nicht in der Farbe, aber was die Sonnenbrille anbelangte und so weiter, da trägt sie auch eigentlich ganz gerne heute noch. Diese Brille. Ja, toll. Du siehst relativ ähnlich, wie du dich so wieder anziehst. Genau, weil ich so rumlaufe. Doch, so kenne ich dich auch. Die Schuhe, das sind deine eigenen Schuhe. Nein, das sind nicht meine. Ich fand dieser super aus in dem Outfit. Das stand ihr toll. Und auch die Stiefel und Haare toupiert, eben wie in den 70ern. So eine Frisur. So, was haben die jetzt vorbereitet? So, Abendessen. Das ist wie beim Captain's Dinner, ne? Yes. Ah, wow. Toll. Toast mit Ananas.
Okay, ihr seht meine extrem grau aus, ihr zwei Jungs. Das ist du mal. Siehst du. Okay. Nina Toast. Schön, euch zu sehen. Ja. Surprise. Schön, dich zu sehen. Wir können öfters Zeitreisen machen, oder? Jetzt wieder. Ja. Eigentlich ist es besonders, dass wir alle sechs zusammen sind. Wir sind ja immer getrennt bei unseren Eltern. Also sind Lucy und ich dann bei unserer Mutter. Und dann bei unserem Vater halt mit Jackie, Sam. Toast Hawaii, genau. Das hat meine Mutter mir erzählt, dass das so das große Ding war in den 70er Jahren. Und meine Mutter war auch immer sehr begeistert von egal was in Dosen. Also hinterher meinte sie dann immer so, das glaube ich gar nicht, dass ich immer diese Dosen so toll fand, aber Dosen war das große das Ding. Das überrascht mich jetzt weil es neu war. Ja, genau. Weil es vielleicht neu war. Hm. Kannst du dich erinnern, speziell? Mit den Käsewürfeln und da oben der draußen. Käseigel und Hackepeter. Genau. So. Nee. Mit irgendwas. Nicht, dass ich wüsste. Linsensuppe gab es bei uns häufig mit abgezählten Würstchenstücken. Oh, okay. Jeder kriegt irgendwie sechs Stücke. Ja. Und wenn einer mehr hatte, gab es großen Ärger. 1976 war der Speiseplan noch unkompliziert. Auf Vegetarier, Veganer, Laktose- und glutenintolerante Menschen wurde selten Rücksicht genommen. Viele Leute wussten gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ich fand die 70er toll, als ich damals ein Kind war, weil es war einfach so. Es war eine tolle Phase meines Lebens irgendwie, eben heranzuwachsen und so. Aber so zwangsversetzt werden, ist halt so, dass ich sage, nö, ich finde aber auch unsere Zeit auch toll. Die grellen Farben der 70er erleuchten den Abend noch bis spät in die Nacht. Für Grüße aus 1976 verbringen Thomas Heinze und Familie noch einen Tag in jenem Jahr. Am Morgen liegt etwas in der Luft. Rauch. Vor gut 40 Jahren gab es kaum ein Bewusstsein dafür, wie schädlich die Fluppe ist. Man hat damals einfach noch hemmungslos drauf losgequarzt. Meine Mutter war jetzt keine starke Raucherin. Deswegen war ich jetzt nicht immer in einem permanenten Zigarettendunst. Aber das ist schon ganz schön hart. Also im Haushalt hat man überall geraucht. Ne? Der Geruch ist schrecklich. Und es ist bewiesen, dass Kinder von Rauchern mehr anfällig sind, auch anfangen zu rauchen. Es stinkt. Die hatten dann Mundgeruch, die Hände haben die ganze Zeit nach Rauch gestunken. Und die Klamotten was ist, auch. Wenn die in der Küche rauchen und dann stinkt unser Essen nach Rauch? Das ist doch ekelhaft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sag mal, so ein ganz normaler Morgen 1976, warst du da morgens überhaupt in der Küche? Ab und an. Nee, aber wie war das bei euch? Also ich meine, ihr musstet wahrscheinlich auch immer unterschiedlich zur Schule, oder? Wie war das? Seid ihr nicht gleichzeitig losgegangen? Wow. Unter der Woche, wenn es in die Schule ging, ging das alles ratzfatz. Also das heißt, unser lieber Thomas in die Küche rein, irgendwas gegriffen, ab und zur Schule und nur sonntags mal am Tisch gesessen. Essen war mehr oder weniger einfach eine Notwendigkeit, eine Nahrungsaufnahme. Da wurde kein großes Brimborium drum gemacht irgendwie. So, da war eben eine Scheibe Brot und da belegte man was drauf oder auch nicht. Dieses ganz Ernährungsbewusste, das ja unsere Zeit auch so ausmacht, gab es damals nicht mal im Ansatz. 30 Jahre nach dem Krieg stand Süßes und Sättigendes noch immer hoch im Kurs. Süße Schlemmereien und nicht nur bei den Frauen verhelfen der Volksseuche Übergewicht zum totalen Sieg. Langsam begann man dem Hüftspeck den Kampf anzusagen. Die Trimm-Dich-Bewegung hatte ihre große Zeit. Doch die Konditoreien richteten noch mehr Schaden an. Karies. Dem wirkte man 1976 mit der guten alten Handzahnbürste entgegen. Thomas' Kinder putzen eigentlich elektrisch. Okay. Ja, ihr habt es noch gut ohne Zahnspange. Für mich war es auf jeden Fall schwer mit meiner Zahnspange. Bei der elektronischen Zahnbürste kann man die einfach so einfach reinlegen, anmachen und dann ist direkt schon sauber. Mit der manuellen Zahnbürste war es auf jeden Fall anstrengender auch und es tat irgendwie mehr weh am Zahnfleisch und so. Also es war längst nicht so praktisch und angenehm wie mit einer elektrischen. Aber ich habe gehört, das ist gut für die Handschrift. Also vielleicht mache ich das dann wirklich. 1976 gab es keine Garantie, dass die Zeitung morgens ins Haus flatterte. Grund dafür war ein Streik der Druckindustrie. Doch heute hat Thomas Glück. Heißt Mininosaft? Ja.
Wie habt ihr geschlafen? Ganz gut. Ja? Und wie ist es, 1976 aufzuwachen? Man kann tatsächlich besser aufstehen. Weil wenn man am Handy den Wecker hat, kann man die ganze Zeit Snooze oder so drücken. Ja. Und das kann man halt nicht. Man genau, steht dann halt einfach auf. Guck jetzt mal, was in der Zeitung steht. Wisst ihr, was 1976 in die Kinos gekommen ist? Ein Film über einen Boxer namens Rocky. Geschrieben von seinem Star Sylvester Stallone. Angeblich innerhalb von 3,5 Tagen. Das ist jetzt aber nur einer von vielen Filmen, die in diesem Jahr rausgekommen sind. Für mich, ehrlich gesagt, ist eigentlich viel wichtiger und entscheidender, dass Taxi Driver rausgekommen ist. Da ist eine ganze neue Generation phänomenaler Schauspieler damals an den Start gegangen, eben Robert De Niro. Also überhaupt filmisch war dieses Jahr sensationell. Jack Nicholson flog souverän übers Kuckucksnest. Und die drei Engel für Charlie gingen als wandelnde Schmink- und Styling-Tipps auf Gangsterjagd. Ach, guck mal hier. Deutschland verliert EM-Finale. Und wer hat hier gnadenlos verschossen? Uli Hoeneß. Feuer. Uli Hoeneß schießt gegen Belgrader Himmel. So, und dann ist etwas passiert, was euer Leben maßgeblich beeinflusst. Apple wurde gegründet. 1976. Steve Wozniak und Steve Jobs haben Apple gegründet. Aus einer Garage heraus. Guck spontan, weil die noch sehr groß sind. Stellenangebote männlich. Stellenangebote männlich. Und was gibt es nicht hier drin? Schauspieler. Nein, weiblich. Was ist denn das für ein Rätsel? Alles klar. Ich dachte, es gibt jetzt, keine Stellenangebote weiblich. Dein Ernst? Das sind keine weiblichen Stellenangebote. Es gibt nur Leute, männliche Stellen. Offensichtlich gab es nicht genügend Jobs für Frauen, um da so eine Seite zu füllen. Beziehungsweise fand man es vielleicht nicht wichtig genug oder wie auch immer. Oder vielleicht dachte man auch tatsächlich, Frauen gehören da einfach in den Haushalt und nicht an den Arbeitsplatz. Immerhin, ab Juli durften Verheiratete entscheiden, ob sie den Namen des Mannes, der Frau oder einen Doppelnamen annahmen. Erst ging es Mao Mao, dann starb er. Noch immer ist Mao Zedongs Erbe in China hoch umstritten. Mit der Viking 1 landete zum ersten Mal eine Sonde auf dem Mars und sendete Bilder, die die westliche Welt gebannt verfolgte. Natürlich auf dem TV-Gerät, das in den 70ern immer mehr zum Zentrum des Wohnzimmers avancierte. Das Gerätedesign der Zeit rechtfertigte den Ehrenplatz durchaus. Den gemeinsamen Fernsehvormittag gab es natürlich nur am Wochenende. Hey, oh super. Schön Salzstangen, alles da. Oh, I like it. So. Jetzt herrlich Fernsehen gucken. Wer hat die Fernbedienung? Du bist die Fernbedienung. Weil 1976 gab es da Fernbedienung. Da gab es Fernbedienung, aber wir hatten keinen Fernseher mit Fernbedienung, sondern wir hatten Druckknopf und dann haben wir uns sowas hier gebastelt. Ist klar. So, dann machen wir mal den Fernseher an. Jawohl. Tipptopp. Große Showtreppe gibt's gar nicht mehr heutzutage. Musik ist rum. So sah damals Lagerfeuerfernsehen aus. Ein Wunschkonzert mit Sketch-Einlagen, Musik für die Alten, Humor für die Jungen. Fertig war eine Show für alle. Ich finde dieses, als Kollektiv zusammenzukommen und was zu gucken, eigentlich was ganz Schönes. Weil heutzutage ist es auch so, dass jeder was Eigenes guckt, weil jeder kann auf seinem Laptop, sein Handy, iPad oder Tablet einfach was gucken. Ist cool, weil es ist so familienfreundlich. Aber alles genau abgesprochen, guck. Nicht schlecht. Da könnte ich aber am besten gleich weiter. Zu den beliebtesten Musikacts gehörten Rudolf Schock und der Tölzer Knabenchor. Von heutigen ZDF-Zuschauern schmerzhaft vermisst. Langweilig. Sehr langweilig. Ja, ich schalte ja schon. Wer guckt sich sowas an in seiner Freizeit? Wir hatten halt früher drei Fernsehprogramme, das war's. Da war Sense. Und auch diese drei Fernsehprogramme hatten wir nicht die ganze Nacht, sondern da war halt irgendwann, kam das Testbild und da war Finita. Ja. So, Pustekuchen, geh jetzt mal schön schlafen, ist auch schon ganz schön spät. Ah, das ist aber super. Was ist das? Der große Preis.
Der große Preis, das habe ich aber immer gerne geguckt. Das Quiz mit Wim Tölke war mit einer Lotterie zugunsten der Aktion Sorgenkind verbunden. Stargäste wie Bud Spencer und natürlich Loriots Cartoonfiguren Wum und Wendelin lockerten das Ganze auf. Dankeschön. Guten Abend. Durftet ihr denn jeden Tag Fernsehen? Wir haben bei den Hausaufgaben haben wir Fernsehen geguckt. Wir haben Fernseher eingeschaltet, dann haben wir Hausaufgaben gemacht. Ja, Kinderverkehr. Obacht, Leute. Oh, Dolly Parton. Dann wetten Sie, rennt den Ball hinterher. Ich fand halt die Perspektive ganz interessant, denn eigentlich sollte der Autofahrer auf die Kinder aufpassen. Aber es klang hier so wie, also, du bist schuld, wenn was passiert, damit das mal klar ist. Dolly, Dolly, nicht so schnell! Dolly, komm zurück! Stopp, pass auf! Pass doch auf! So, ihr habt gesehen, wie ihr euch im Straßenverkehr zu verhalten habt. Ist gut zu wissen. Ja. In einem unbekannten Land. Oh, Biene Maja, yippie. Vor gar nicht allzu lange. Früher gab es Biene Maja schon. Ich habe Biene Maja geliebt. Ich habe Willi geliebt, ich habe Biene Maja gehasst. Weil die so altklug war? Mhm. Na, und ich mochte Biene Maja auch nie. Das ist halt so eine Oma-Frisur, muss man leider sagen. Ein bisschen pummeliger als heute war die damalige Maja auch. Und wisst ihr, was ich jetzt erst erfahren habe? Dass die natürlich von Japanern gezeichnet wurde, wie eure Mangas, ne, heutzutage. Ich fand die Animation eigentlich überraschend gut. Aber ihr müsst schon zugeben, dass der Kontrast ziemlich krass ist zwischen heutzutage Animationsfilmen und so. Ja, natürlich. Zeichentrickfilmen, ja, genau. Und für mich war dieser Kontrast halt krass. Also ja, eben. Aber oh, ja, und der Kontrast war halt super. Ja, aber hier ist es ja noch alles mit Hand gezeichnet und heutzutage ist alles am Computer geworden. Die Kinder heute schalten gar nicht mehr den Fernseher unbedingt von alleine an. Weil die verziehen sich irgendwo mit ihren Tablets und dann gucken sie halt irgendwie so ein, auf ihrem Streaming-Portal, wie immer das auch heißt, gucken sie sich dann halt ganz gezielt ihre Filme an. Also die Sehgewohnheiten haben sich total verändert. Genau wie der Freizeitsport. Vor den Inline-Skates gab es Roller-Skates. Und vor denen benutzte man diese Blech- und Plastikkonstruktion. Herrlich, so alte Rollschuhe. Aber das sind nicht die, die ich mir vorgestellt habe. Nee, die, aber Roller-Skates kamen, glaube ich, erst 2-3 Jahre später. Und wo sind deine Bremsen? Hast du überhaupt Bremsen? Nee, da gibt es keine Bremsen. Ja, also, ist ja alles schön und gut, aber ich weiß nicht, wie man losfährt. Leute, ich kann's gar nicht. Ah, oh, Vorsicht! Oh. Ich bin auch so elegant aussehen. Oh. Bring's mir bei, Fati! Das Kind von 1976, das ist auch noch sehr lebendig in ihm drin selber. Und du kannst davon ausgehen, wenn er was Neues entdeckt, womit man spielen kann, wenn es ihm gefällt, er schleppt es an und alle probieren es aus. Warte! Gerade dieses Thema Handys, Spielkonsolen, die verbringen da viel zu viel Zeit und so weiter. Da muss man sich dann auch mal selber die Frage stellen, ja, mache ich denn auch Alternativangebote? Also sage ich ihnen auch irgendwie so, hey, dann lass uns Fußball spielen gehen oder lass uns eben Inlineskaten, lass uns irgendetwas gemeinsam machen. Ganz vielen Eltern habe ich immer den Eindruck, es ist auch ganz recht, also damit sind sie ja beschäftigt. Ne? Dieses Spiel hat viele Namen. Hickelkasten, Hüpfspiel, Paradiesspiel, Himmel und Hölle, Reise zum Mond, Tempelhüpfen oder auch Hopse. Ja, mit einem Bein. Ach so. Hoffen auch. Ach so, ja, ich bin raus. Sehr gut. Okay, jetzt im Handstand. Jetzt im Handstand. So was wie Hüpfekästchen oder Rollerbladen ist einfach so ein universelles Spaßprojekt einfach, wo jeder von jedem Alter Lust hat, einfach mitzumachen. Letzte Regel für Zeitreisende: Die nach 1976 Geborenen müssen das besuchte Jahr bewerten. Okay, Kids. So, wir nähern uns jetzt langsam dem Ende unserer Zeitreise. Aber bevor ihr
wieder in die Gegenwart zurückkehren dürft, müsst ihr diesen Fragebogen bitte ausfüllen. Und zwar gibt es verschiedene Kategorien und die sollt ihr von 1 bis 10 bewerten. Wobei 1 natürlich das Schlechteste ist, 10 das Beste. Thomas Oberlippenbart läuft leider außer Konkurrenz. Was war denn sonst noch schön in den 70ern? Dem Essen habe ich 5 Punkte gegeben, weil ich überhaupt die Logik dahinter nicht verstehe, dass man süße Sachen auf salzige Sachen macht. Also vor allem so Früchte mit diesem komischen Ananas auf Toast. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich glaube, ich habe ein Trauma davon. Man kann auch keine Ananas auf Käse tun. Das kann man nicht vermischen. Das ist verrückt. War echt nicht so schlimm. Doch, es war sehr schlimm. Es war sehr schlimm für mich. Und ich werde dieses Trauma immer mittragen müssen. Aber das Frühstück war ja wie immer ganz lecker. Deswegen 5 Punkte nur. Die Hälfte musste leider weggeworfen werden wegen diesem ekelhaften. So ist das eben manchmal. Ich war auch gar nicht dafür zuständig. Das war ja. Ich habe bei den Freizeitaktivitäten 8 Punkte. Also das Rollerbladen fand ich auch ziemlich cool. Und Fernsehgucken. Und einfach, wenn man kein Handy hat, finde ich, man merkt viel mehr, so was um sich herum so passiert. Und dann ist es gar nicht so langweilig, wie man denkt. Ich gebe dem Auto 9 Punkte. Ich fand das Auto super. Und ich kann mir auch vorstellen, selber so ein Auto zu fahren. Also, ich habe der Musik 10 Punkte gegeben. Ja, das wundert mich jetzt gar nicht. Das überrascht mich überhaupt. Einfach, weil ich fand, das ist die Musik, die ich am liebsten selber höre. Die Eagles zum Beispiel sind so gut wie zeitlos. Da waren auch Songs dabei, die ich zu meinen Lieblingssongs zählen würde. Also, ich fand die Musik super und ich finde die zeitlos. 10 Punkte. Möbel. Und zwar habe ich den Möbeln 9 Punkte gegeben aus 10. Ich fand's cool, so bunt. Es war ein bisschen übertrieben mit dem Orange, deswegen habe ich 1 Punkt abgezogen. Aber es waren ziemlich viele kleine, lustige Erfindungen sozusagen dabei, die wir nicht wirklich noch haben heutzutage. Jetzt dürft ihr in die Gegenwart zurückkehren. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr eure Telefone zurückkriegt, wenn ihr die überhaupt zurückhaben wollt. Ich bin so dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte, weil man kriegt ja diese Chance nicht häufig. Das war jetzt eigentlich so eine einmalige Chance, einen Einblick in die Kindheit von unseren Eltern zu kriegen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn ich in den 70ern aufgewachsen wäre, ich nicht unbedingt eine schlechte Kindheit gehabt hätte, weil ich halt nicht gewusst hätte, was es in der Zukunft alles geben würde und es nicht hätte vermissen können deswegen. Ich fand es eine ganz spannende Reise, da nochmal zurückzugehen in diese Zeit und das aus der Perspektive, aus den Augen eines Erwachsenen zu sehen, fand ich ehrlich gesagt auch ganz spannend. Und auch auf mich sind ganz viele neue Eindrücke nochmal so eingebrochen. Also ich fand es wirklich faszinierend. Thomas, Jackie und die Kinder dürfen zurück ins Hier und Jetzt. Dafür tritt nächste Woche eine andere Familie ihre Zeitreise an. Patricia Kelly und ihre Familie besuchen 1981. Zwei Tage zwischen Schaumkussbrötchen, Telespielen und ABBA. Wohlbekomm's.